Hallo Grissa, ich halt möchte euch zeigen, wie meine kleinen Art Journal Scenes, also diese kleinen Künstlerheftchen, kann man es vielleicht in einer Falte, und zwar verwende ich dafür ein DIN A4 Papier und das habe ich mit der Jelly Plate bedruckt. Und ja, ihr seht eh, was ich mache, da wie ein kleiner Gast. Diese Heftal hat meine Tochter ganz oft heimgebracht aus der Grundschule damals noch, und da haben die richtig nette Heftal gemacht, wo halt verschiedene Themen dann drin waren. Und ich habe vor einer Zeit ein Video von der Helen, ihr Kanal ist Journal with Purpose, ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung, geschaut, und sie hat sich da also ein kleines Journal-Scene gemacht, und das fand ich eigentlich total süß und haben mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee, das für so ein Jelly-Print herzunehmen, weil davon habe ich sowieso so viel. Es ist da ein bisschen wichtig, dass man versucht, so genau wie möglich zu falten, weil je genauer man das faltet, desto besser schließt sie dieses Heftchen nachher. Jetzt muss man noch einschneiden, und zwar von dieser gefalteten Kante an dieser Mittellinie entlang bis zu dieser Mitte, also nicht ganz durch, seht ihr das gleich? Ist ein bisschen schwer zum Sehen. Und dann kann man das so umklappen und zu einem Heftal falten. Und ich möchte jetzt aber, bevor ich das falte, das an den Außenflächen kleben, weil ich finde, dann hält es besser und fällt sehr schöner zusammen. Ich nehme dafür den Tombow Klebestick einfach her. Diese anderen zwei Seiten, die wir da ja noch kriegen, da möchte ich die gerne so eine Tasche reinmachen, und deswegen schaue ich jetzt genau, wie die nachher fallen, und dann klebe ich die nur unten ein bisschen zusammen, und dann haben wir so eine Einstecktasche. Jetzt faltet ihr das einfach zu und dann klebe ich erst einmal die großen Flächen aneinander. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt den Mittelteil nicht zusammenklebt. Man kann auch den Kleber später erst in mitten rein tun. Man kann da zum Beispiel so ein doppelseitiges Klebeband hernehmen. Aber ich bin kein so Fan von den doppelseitigen Klebebändern. Und jetzt faltet ihr das ganze Heftel zusammen und dann drucke ich einfach nur diese Taschen, die man da reingemacht habe, fest unten zu, damit es unten hält, und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Und natürlich werde ich das jetzt auch noch mit euch dekorieren und Apps einfüllen. Für diese Taschen, die ich da quasi in diesem Heftchen habe, möchte ich die zwei Tags herrichten, und zwar habe ich mir gedacht, ich suche mal ein paar Jellyprints, die farblich ganz gut passen. Die zwei sind mit Alkoholinks gemacht. Ich finde, die schauen total schön aus. Und ich finde da, dass die Farben gut passen, und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht nehme ich eins von dem. Ich glaube, ich nehme das. Genau. Aber ich gehe dann nochmal alle anderen durch und schaue, ob vielleicht irgendwas dabei ist, was mir jetzt besser gefällt. Und das gefällt mir zum Beispiel total gut, weil ich finde, das hat einen hohen Kontrast und passt gut zu den Farben. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Das finde ich auch total schön. Das hat wahrscheinlich, finde ich, auch ganz gut reinpassen. Das ist ein bisschen arg dunkel, finde ich. Diese Jellyprints sind übrigens auf einem dicken Druckerpapier gemacht, so 220 Gramm Tour. Das nehme ich auch nicht, weil das hat das gleiche Muster wie mein Büchlein. Und ich entscheide mich jetzt für dieses grün-braune Papier, und zwar weil das genauso ausschaut wie diese Karten. Und die Karten möchte ich gern in das Buch rein tun. Ich weiß nicht, ob sie das hört. Bei mir quaken die Frösche total laut im Hintergrund. Ich habe mir die Tags gestanzt mit einer Stanze von Stamplorations, und die passen da total gut in die Taschen, und was ich gut finde, dass die Rückseite auch bedruckt ist bzw. eingefärbt. Wenn ihr Jelly Printing Videos sehen wollt, dann
Verlinke ich euch die einfach am Ende von dem Video. Und dann könnt ihr euch da vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Beim letzten Jelly Printing Video habe ich mal solche Sticker gemacht. Und ich finde, die passen auch farblich total gut und deswegen verwende ich da jetzt einfach welche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Sticker jetzt da so gut halten auf dem Cover, weil man das ja doch oft auf und zu klappt. Das sind solche eine bedruckbaren Labels gewesen. Und deswegen werde ich mir nachher einfach eine Schicht Gelmedium darüber machen, weil dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Da gebe ich jetzt einfach eine dünne Schicht von dem Gelmedium drauf und dann können die Sticker nicht mehr runterfallen. Das Ganze lasse ich jetzt drücken und dann machen wir auch gleich weiter. Ich möchte ein bisschen was auf das Cover stempeln und da habe ich mal diesen Blätterzweig hergenommen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung alle Stempelsets, die ich benutzt habe. Und ich stempel den einfach mit Schwarz direkt auf das Cover drauf. Für die Tags möchte ich auch den Stempel hernehmen, zumindest für das eine. Für das andere verwende ich dann den Blumenstempel, den man so ein bisschen auf dem einen Sticker sieht, den ich benutzt habe. Ich stempel jetzt noch ein bisschen Textur auf das Cover mit so einem hellen Pink, weil da so ganz wenig pinke Bereiche in dem Jelly Print sind und ich finde, dann passt das ganz gut zusammen. Damit diese Blätter jetzt ein bisschen besser hervorkommen, mache ich die einfach mit einem weißen Posca-Marker aus.
Und natürlich kommen ein paar weiße Farbspritzer drauf. Ich finde, das passt da wieder hervorragend. Auf meine Tags möchte ich auch noch ein paar Farbspritzer machen, da finde ich aber, dass Schwarz besser passt. Für die Weißen habe ich so Acryltinte hergenommen und für die Schwarzen, da nehme ich einfach von so einem Acrylspray, das schraube ich auf und damit mache ich die Spritzer. Ich habe das trocknen lassen und dann habe ich diesen Titel aufgeklebt. Und ich möchte gern in dieses Heftchen Artist Trading Cards reinkleben auf die eine Seite und die rechte Seite bleibt dann frei. Und da kann man dann einfach was reinschreiben. Man dachte, man kann vielleicht einfach irgendwelche Zitate, die man mag, reinschreiben. Man kann das Heft ja dann auch verschenken, um was reinzuschreiben. Also kann man einfach nach Lust und Laune machen. Ich finde diesen Clip als Verschluss eigentlich ganz nett, aber wenn man das nicht mag, kann man zum Beispiel auch einfach so ein Gummiband hernehmen. Ich habe da eine ganze Batterie da, weil die hat es irgendwann beim Action gegeben und ich habe die so schick gefunden und meine Tochter mag die auch gern, die macht sie damit gern Armbänder. Und da suchen wir jetzt dieses Weiß mit Gold und machen wir damit einen ganz einfachen Verschluss. Ich knote das jetzt einfach um das Bier herum und weil das ja elastisch ist, da kann man das einfach abziehen und ja, wieder drauf tun. Ja, und das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Pfiat euch!